Sneak Peek Nummer 1 und ganz schnell, ich habe mir das Headset geschnappt, das muss gleich losgehen, bevor vielleicht die meisten schon von euch ins Bett müssen. Supercell war fleißig, hat den ersten Sneak Peek rausgehauen und es wird zwei Sachen geben oder zwei erste kleine Ankündigungen. Bilder seht ihr hier, mich klein, Bilder groß. Zum einen wird es wieder einen Weihnachtsbaum geben, was diesmal sehr, sehr cool sein wird. Dieser Weihnachtsbaum, anders als die letztjährigen, finde ich, zum einen sieht von der Optik cooler aus und zum anderen wird er Geschenke droppen. Also es werden immer... welcher Zyklus oder wie schnell, das weiß ich nicht, neue Geschenke rauskommen. Und wenn ihr ein Geschenk abbaut oder halt draufklickt, gibt es 5000 Elixier als Belohnung, was ich auf alle Fälle eine sehr, sehr coole Sache finde, die da eingeführt wurde. Einfach so ein kleines, nettes Gimmick, sage ich mal. Und dann gibt es noch eine zweite exklusive Info, was jetzt vermuten lässt, ob denn der Riesenleak, der gestern rauskam, echt ist. Die sagt, man hat die Möglichkeit, wenn ihr in Clash of Clans geht, viele kennen sich die Möglichkeit, dein Dorf wird gerade angegriffen, noch 3 Minuten irgendwas, bis du ins Dorf kommst. Und jetzt hat man ähnlich wie beim Clan War die Möglichkeit, auf Watch Live oder jetzt Ansehen zu klicken und ihr könnt dann, während euer Dorf angegriffen wird, zusehen, ja, wie es angegriffen wird. Und das, denke ich, ist auch eine coole Neuerung. Und jetzt halt die Frage, ja, inwieweit das ist wirklich... übereinstimmt mit dem kompletten Leak, der rauskam, wo wirklich ein kompletter Forumspost zu sehen ist mit allen Neuerungen. Da war das mit dem Weihnachtsbaum zwar nicht drin gestanden, aber das mit dem Watch Now, also mit dem Live-Anschauen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt, ob ihr denkt, ja, wird in die Richtung gehen oder nicht. Das war's zum ersten Sneak Peek. Ich denke und hoffe, dass uns der nächste Morgen erwarten wird. Und wenn ihr euch auch riesig auf Sneak Peek freut, dann lasst doch gerne einen Like da, auch gerne ein Abo, wenn ihr kein Video von mir verpassen wollt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr es angeschaut habt. Und wir sehen uns dann morgen zu einem neuen Sneak Peek wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.